Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine. Das ist Lennart. Hi, was geht? Und Lennart und ich reden heute über ein spezielles Thema, warum es wichtig ist, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben und wie es euch ja helfen kann, eure Träume zu verwirklichen. Jo, tatsächlich haben wir uns seit einem Jahr knapp nicht mehr gesehen. Ja, genau. Seitdem ich auf Weltreise gegangen bin und Jonas auch nach Bali damals oder Teneriffa erstmal gegangen ist. Und wir haben die letzten Tage eigentlich zusammen verbracht komplett und haben einfach auch viel geredet über das, was passiert ist, auch vor unserer Reise, was wir für einen Stellenwert zueinander hatten, wie wir uns gegenseitig geholfen haben. Und uns ist aufgefallen, dass wir uns echt krass gegenseitig beeinflusst haben, zum Positiven natürlich. Und dass das, was wir erlebt haben, glaube ich, auch euch weiterhelfen könnte. Zumindest das, was wir als Kernessenz daraus nehmen konnten. Genau, wir haben die letzten Tage die ganze Zeit versucht, dieses Video aufzunehmen. Jetzt ist es 7 Uhr morgens, ich habe 2 Kaffee schon getrunken, wir sind saumüde und jetzt nehmen wir noch das Video für euch auf, weil ihr gleich mit der Bahn fahren müsst. Ja, wir sind halt extra um 6 Uhr aufgestanden, damit wir das Video noch aufnehmen können. Also erstmal dazu, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das war relativ zufällig, weil ja. Lennart... Nicht. Wir haben uns 2020 kennengelernt und zwar auf Mallorca, ganz witzigerweise. Ich war für ein Wochenende oder für 3 Tage, glaube ich, bin ich nach Mallorca geflogen, weil ich dachte, okay, ich will mal aus Deutschland so ein bisschen raus und habe bei Instagram gesehen, dass er halt irgendwie auf Mallorca gerade gelebt hat und wir kannten uns eigentlich nur vom Sehen, aber nie so richtig, wir haben nie so richtig Wort miteinander gewechselt, also wir kommen aus der gleichen Stadt und Stadt, Dorf, whatever. Genau, dann haben wir uns dort spontanerweise getroffen und seitdem sind wir sehr gute Freunde. Das erste Jahr, was wir zusammen verbracht haben, war relativ schwierig, weil wir die ganze Zeit irgendwie unser Leben verändern wollten. Aber nicht genau wussten, wie und wir immer darüber geredet haben, als wir uns gesehen haben, aber auch nichts geändert haben. Yes, das erste Jahr war natürlich auch ein richtig bescheidenes Jahr, weil wir haben uns, glaube ich, im Januar kennengelernt. Ich bin dann im Februar wieder zurück nach Deutschland gekommen und wir haben direkt wieder viel miteinander gemacht. Und wir haben beide so gesagt, okay, dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall viel reisen und so. Und dann kam Corona direkt im März um die Ecke, auch in Deutschland und so weiter. Und es ging halt nichts mehr. Und wir waren halt schon beide super unzufrieden mit der Situation. Ja. Wir wollten wenigstens reisen, damit wir ein bisschen rauskommen. Und eigentlich wollten wir komplett raus. Aber das hat sich dann alles erledigt, zumindest so für uns im Kopf. Irgendwie dachten wir, es geht nichts mehr. Und wir haben irgendwie mal Ausreden vorgeschoben. Aber naja, irgendwie hat es dann ja doch geklappt am Ende. Genau, also für uns war definitiv immer der Traum oder immer schon sehr interessant, einfach sehr viel zu reisen. Wir lieben es einfach zu reisen oder generell einfach neue Orte kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, auch einfach neue Eindrücke zu bekommen. Und für uns war immer dieses Leben, dass man reisen kann und dabei Geld verdienen, so unerreichbar, sage ich mal, weil wir auch zu dem Zeitpunkt in 2020 total in anderen Lebenslagen waren. Wir waren jetzt halt nur in unserer Heimatstadt und haben uns über die alltäglichen Dinge beschwert, wie blöd unser Job ist und dass wir einfach total unzufrieden mit dem sind und dass wir unbedingt reisen wollen. Aber wie gesagt, wir haben halt nichts geändert, hatten auch sehr viele Vorbilder irgendwie, die genau das gemacht haben, was wir auch machen, aber haben uns zufrieden gegeben mit unserer Unzufriedenheit, so ungefähr. Ja, Mann, das war halt echt so krass, dass wir einfach wussten, was wir wollen. Und irgendwie war das ja auch nicht so unerreichbar, aber im Kopf war das eine Riesenbarriere, die wir beide auch, obwohl wir im Team so die ganze Zeit darüber geredet haben, nicht erreichen konnten. Als Beispiel haben wir auch damals schon darüber geredet, irgendeine Firma zu gründen, was selbstständig zu machen, eigentlich die Initiative selber zu übernehmen und selbst für unseren Unterhalt zu sorgen. Wir hatten auch ganz coole Ideen, die auch funktionieren würden, so. Aber wir haben es einfach nicht gemacht, weil, keine Ahnung, weil das im Kopf zu viel war. Und heute stehen wir hier beide und sind selbstständig, nur so 1,5 Jahre später. Und genau, und haben beide einen YouTube-Kanal und verdienen damit auch unser Geld. Also das ist schon Wahnsinn, was man halt auch in einem Jahr erreichen kann, wenn man einfach macht. Ja. Und in 2020 waren wir wirklich so unzufrieden und in dem Moment war für uns die Unzufriedenheit irgendwie oder warum auch immer sicherer, als einfach unseren Träumen zu folgen, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht. Wir hätten direkt durchstarten können, einfach sagen können, okay, wir kündigen jetzt unseren Job, in dem wir total unzufrieden sind und folgen unseren Träumen. Das hört sich jetzt so klischeehaft an. Aber es stimmt halt einfach. Ja. Aber in dem Moment war einfach dieser Schritt so riesig für uns, also aber nur in unserem Kopf. Und das war so unsicher für uns, aber letztendlich, es kann eigentlich nichts passieren, ja. Wir werden, wenn wir nicht euren Träumen folgen, aber wie es bei uns war, wir werden ja nicht einfach auf der Straße landen, ja. Nee, safe, also es gibt immer eine Möglichkeit, vor allem wenn man, sag ich mal, unter Druck steht, angenommen man hat jetzt zum Beispiel nicht mehr viel Geld oder so, man findet immer eine Lösung, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt immer bei den Eltern klingeln, sondern man findet eine Lösung, wenn man wirklich will, ja. Genau, das sollte man sich auf jeden Fall immer im Kopf behalten. Das ist halt so der Riesenpunkt, den ich auch glaube, dass viele von euch den haben, nämlich, dass wir lieber in Kauf genommen haben, dass wir unglücklich in Sicherheit leben, anstatt ins Ungewisse zu gehen
Und was soll halt passieren? Ändert was. Geht diesen Step ins Ungewisse. Geht raus aus der Komfortzone. Das hat bei uns auch ewig gedauert, obwohl wir uns 2-3 Mal die Woche getroffen haben und uns beiden das bewusst war. Wir brauchten ein Jahr zusammen, wo wir das kapiert haben. Das kann dauern. Und das dauert bei manchen auch vielleicht mehrere Jahre, aber es macht doch einfach nur Sinn, die Komfortzone zu verlassen, diesen Step rauszugehen und dieses Unglücklichsein abzustellen, weil was habt ihr zu verlieren? Unglücklichsein ist scheiße. Was kann noch passieren so? Und was auch ganz wichtig zu wissen ist, was uns beiden, glaube ich, auch einfach noch bewusst geworden ist, dass es nicht unsicherer ist, selbstständig zu sein, weil ihr jeden Tag dafür verantwortlich seid, wie viel Geld ihr letztendlich verdient. Das heißt quasi, es liegt an euch, wie ihr vorankommt, es liegt an euch, wie viel Geld ihr verdient. Wer sagt schon, dass ein normaler Job, wo ihr angestellt seid, sicherer ist? Da könnt ihr auch einfach gekündigt werden. Für mich zum Beispiel war die Selbstständigkeit immer total die Unsicherheit, aber letztendlich, wenn man sich da mal wirklich Gedanken drüber macht, wird einem das einfach bewusst, dass es halt nicht, also dass ein normaler Job nicht sicherer ist. Ja, safe, weil nehmen wir mal an, ihr wart bei der Lufthansa letztes Jahr oder vor 2 Jahren, als Corona ausgebrochen seid. Wie viele tausende Menschen wurden dort entlassen? Auf einen Schlag so. Und ihr steht dann als Luftfahrtmechaniker, wenn das der Job ist dort, und ihr findet auch erstmal keinen anderen Job vielleicht, weil die ganze Branche halt down ist. Aber wenn du selbstständig bist und eh schon weißt, dass du für dich selber aufkommen musst, hast du meistens eh schon irgendwelche Backup-Pläne oder hast mehrere Einkommensströme. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, inzwischen habe ich irgendwie 10 Einkommensströme, das hatte ich damals halt auch nicht. Also wenn da mal was nicht mehr funktioniert, dann hast du halt noch andere Lösungen und du wirst als Selbstständiger auch flexibler, du wirst selbstständiger, weil du halt selbstständig bist. Und das ist halt ein großer Punkt, dass das Ganze wirklich nicht unsicherer ist irgendwie. Und das haben wir auch eigentlich erst verstanden, nachdem wir viel darüber geredet haben und einfach gemacht haben. Genau, und ich glaube, man wird auch offener für neue Dinge. Wenn man selbstständig ist, man sucht halt immer nach Lösungen, ja? Oder sucht nach neuen Einkommensquellen zum Beispiel. Ja. Und das hat man, also so denkt man, glaube ich, einfach nicht, wenn man angestellt ist. Das war bei mir zumindest nicht der Fall, weil ich diese Möglichkeiten, die ich gerade sehe oder die sich ergeben, vorher nie kannte und nie gesehen habe, ja? Und ich glaube, dass man auch, dass die Selbstständigkeit oder aus der Komfortzone rauszugehen, das liegt jetzt nicht unbedingt an der Selbstständigkeit, ja, man kann auch angestellt sein, aber dass man dadurch einfach auch total schnell lernt und total neue Perspektiven gewinnt. Ja, safe, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch noch ein guter Punkt. Ihr müsst nicht unbedingt selbstständig sein, um aus der Komfortzone rauszukommen. Mhm. Wir leben im 21. Jahrhundert, ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr reisen wollt, um die Welt reisen wollt, ihr könnt einen ganz normalen Job haben und als digitaler Nomad um die Welt reisen. Das ist alles möglich, auch im Angestelltenverhältnis heute. Kommen wir mal wieder ein bisschen auf unsere Story zurück. Also warum wir, glaube ich, dann den Schritt gewagt haben oder einfach gesagt haben, ey, wir folgen jetzt oder wir machen das jetzt, wir starten jetzt mit YouTube, wir beenden jetzt unser Leben quasi in Deutschland so, wie es vorher war oder machen jetzt einfach eine große Veränderung. Das war, glaube ich, vielleicht auch einfach der Schmerz, den wir in diesem Moment gefühlt haben oder wo wir an einem Punkt waren, wo wir dann einfach gedacht haben, so, wenn wir es jetzt nicht machen, werden wir das unser Leben lang bereuen. Wir sind diese Phasen ja zusammen durchgegangen und wie gesagt, wir haben uns immer echt oft in der Woche getroffen und jedes Mal rumgejammert, sage ich mal, dass wir es nicht ändern. Und dann waren wir einfach an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, ohne Scheiß, lass uns das einfach machen. So. Oh ja, und wir haben schon echt viel gejammert. Also es war wirklich sehr deprimierend, wenn ihr uns in dieser Zeit erlebt habt. Dann haben wir sogar so voll oft schon gesagt, ja komm, wir machen das jetzt, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. Und dann kam einfach nichts. Das war einfach so Stagnation und keine Ahnung. Irgendwie hat das halt seine Weile gebraucht und es tat halt, wie du gesagt hast, richtig gut, dass man so einen like-minded Kumpel dabei hatte, der genauso gedacht hat, die gleichen Ziele in irgendeiner Art und Weise verfolgt hat und mit dem man sich austauschen konnte. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass ihr euch Leute sucht, die genauso denken wie ihr, mit denen ihr darüber reden könnt, weil man kann nicht mit jeder Person über solche Ziele reden, wenn die Person vielleicht ganz andere Ziele hat. Es geht schon, aber es ist halt schwieriger, weil die vielleicht nicht ganz so viel Verständnis dafür hat und das hat sich bei uns einfach super ergänzt und das hat uns beide vorangebracht, auch wenn es mit dem Meckern ein bisschen gedauert hat. Stimmt. Also ihr braucht wirklich jemanden, der einfach eine ähnliche Vorstellung von dem Leben, von dem Traumleben hat wie ihr. Ja, und das muss nicht mal mehr die gleiche Nische sein. Ihr könnt auch total was Unterschiedliches machen, aber es ist einfach wichtig, jemanden zu haben, der euch einfach auch pusht, einfach auch euch motiviert, aus der Komfortzone rauszugehen, mit dem man sich austauschen kann und einfach auch merkt, dass man nicht alleine ist. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil alleine ist es manchmal total schwierig. Für mich wäre es total schwierig gewesen, alleine diesen Schritt zu gehen. Aber dadurch, dass man zu zweit war und das irgendwie auch zur selben Zeit gemacht hat, war das einfach, irgendwie hat sich das einfach einfacher angefühlt und vielleicht auch normaler, ja? Weil von unserem äußeren Umfeld wurde man einfach beeinflusst. Aber wir beide waren dann irgendwie so, das war einfach, das Sicherheitsgefühl war einfach ein bisschen höher, ja? Ja, safe. Ja, wir haben uns halt auch in so Wissensgebieten super gut ergänzt. Zum Beispiel Jonas war damals schon echt krass in Videografie und so. Ich hatte gar keinen Plan davon. Der konnte mir dann halt so die Basics zeigen.
Dafür hatte ich halt vielleicht ein bisschen kaufmännisches Verständnis mehr, konnte ihm mit Rechnen, Schreiben und sowas helfen. Also jetzt als Beispiel. Aber man ergänzt sich halt auch. Auch wenn man komplett verschiedene Themenfelder hat. Und das ist halt auch super geil. Und ich glaube auch ehrlich, dass ich heute nicht hier sitzen würde, wo ich wäre, wenn du nicht gewesen wärst. So. Danke. Same, same. Ist halt so. Also ich glaube, ich wäre niemals auf Weltreise gegangen. Ich hätte weiter gemeckert und hätte mein Leben nicht verändert. Genau. Zumindest, ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren gewesen wäre, aber es hätte auf jeden Fall viel, viel länger gedauert. Weil wir konnten uns die ganze Zeit austauschen, wir haben uns gegenseitig gepusht und haben uns auch gegenseitig ein bisschen gezwungen, diese Entscheidung zu treffen. Ich weiß noch, wie oft wir irgendwie gesagt haben, mach doch jetzt einfach, so wie andere was angeschrieben haben. Aber das trotzdem nicht gemacht haben. Irgendwann. Ja, und irgendwann war dann der Punkt, wo wir uns beiden so auf die Nerven gegangen sind gegenseitig, dass wir es endlich durchziehen wollen, dass wir es gemacht haben. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Genau. In Deutschland. Genau, also wie gesagt, ich kann nur das Gleiche wiedergeben. Wer weiß, wo wir beide sitzen würden, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten und wenn wir diesen Schritt nicht gewagt hätten. Ne? Also würden wir vielleicht immer noch in Deutschland sitzen. Wir sitzen gerade in Deutschland. Da fühlen wir vielleicht immer noch in der gleichen Lebenslage sitzen. Und diese ganze Sache, wir reden viel über Deutschland, über in Deutschland bleiben, ja, oder dass wir unbedingt raus wollten. Aber es geht gar nicht um Deutschland, es geht sondern um den Traum, den ihr verfolgen wollt. Ja. Und das hat nichts mit Deutschland zu tun, nichts mit Reisen, sondern das, was euch wirklich glücklich macht oder das, was ihr immer schon machen wolltet, das könnt ihr genauso in Deutschland machen wie in einem anderen Land. Ja, das ist total egal. Für uns war es aber in dem Fall, war es halt Reisen und unabhängig und frei zu sein. Ja, ja, gut gesagt. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr schon immer mal machen wolltet, was wirklich euer absoluter Traum ist, dann setzt euch mit Leuten zusammen, die halt die gleichen Ansichten oder das schon erreicht haben, was ihr haben wollt, ja. Und zum Beispiel, wenn ihr auf Instagram oder auf Facebook jemanden kennt, der genau das hat, was ihr haben wollt, dann schreibt diese Person einfach an und fragt nach deren Story. Fragt die Person, ihr braucht wirklich keine Angst haben, sondern vielleicht könnt ihr euch auch mega helfen und vielleicht ergeben sich dadurch total neue Möglichkeiten. Die Leute standen auch mal an dem gleichen Punkt, wo ihr jetzt seid. Es fängt einfach jeder klein an, sage ich mal. Ja. Oder jeder war bestimmt mal lost und wusste nicht genau, in welche Richtung er gehen will und hat auch Angst, irgendwie seine Träume zu verwirklichen. Aber fragt wirklich die Person und fragt einfach, wie die Person angefangen haben. Und ich glaube, das kann einfach unheimlich helfen. Und noch vielleicht ein wichtiger Punkt, egal was euer Traum ist, und ich glaube, jeder Mensch hat insgeheim irgendeinen Lebenstraum. Sei es, dass ihr um die Welt reisen wollt, sei es, dass ihr Multimillionär werden wollt, sei es, dass ihr ein Haus in Schweden bauen wollt, oder was auch immer euer Lebenstraum ist, der coolste Job, den ihr euch vorstellen könnt, keine Ahnung, irgendwas werdet ihr bestimmt haben. Und das scheint vielleicht für euch unerreichbar zu sein und einfach übertrieben krass, aber das ist nur in eurem Kopf und das haben wir beide, glaube ich, auch gemerkt. Ja. Wenn ihr einmal diese Entscheidung getroffen habt und bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich um die Welt reise, dachte ich immer so, boah, dann gibt's noch das Problem zu lösen, dann muss ich mich noch um das kümmern, dann gibt's noch das Problem, das Problem, das Problem, was ist, wenn das eintritt. Und ganz ehrlich, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, sind 99% dieser Gedanken nie eingetroffen und der 1%, der eingetroffen ist, war easy zu überwinden, weil ich wusste, was ich wollte und die Entscheidung schon getroffen habe. Also Leute, wenn ihr einen Lebenstraum habt, entscheidet euch einfach proaktiv dafür, dahin zu gehen und das durchzuziehen und alle eure Gedanken, alle eure Probleme werden verschwinden. Genau, die Barriere ist nur in eurem Kopf und wie Lennart auch das schon gesagt hat, sobald man den Schritt gegangen ist, denkt man sich so, hä, okay, es ist viel einfacher, als ich vorher dachte, weil ich alles nur im Kopf war. Und man wächst halt, man erweitert seine Komfortzone und man sieht nachher, wie weit man wirklich gekommen ist. Also wir hatten beide, glaube ich, manchmal das Gefühl, wir wären noch nicht weit gekommen, wenn man das so kurzzeitig betrachtet. Mhm. Aber jetzt haben wir die letzte Woche so ein bisschen reflektiert, was wir alles in den letzten 1 Jahr, 1,5 Jahren schon erreicht haben. Und das ist halt ein Riesenstep. Ich glaube, würden wir 1,5 Jahre zurückgehen, könnten wir uns niemals vorstellen, heute schon hier zu sitzen. Genau. Auf dieser Couch. All die Sachen, die wir vor 1,5 Jahren haben wollten, haben wir irgendwie erreicht. Also natürlich noch lange nicht. Jetzt haben wir natürlich neue Ziele und wir wollen nächste Schritte gehen. Aber das Leben, was wir vor 1,5 Jahren haben wollen, das haben wir jetzt. Und das innerhalb von, in ein paar Monaten haben wir das direkt erreicht, ja? Nicht nur jetzt, nicht 1,5 Jahre später, sondern seitdem wir die Entscheidung getroffen haben, sind wir einfach unseren Weg gegangen. Natürlich gab es auch Hürden, wie du auch schon gesagt hast, aber man findet immer eine Lösung für diese Hürden und man sollte sich einfach nicht zu viele Gedanken machen und einfach, wie gesagt, den Schritt gehen. Ihr habt eigentlich nichts zu verlieren. Und ehrlich gesagt, im Ungewissen kommt so viel auf euch zu. Ihr werdet so viel Neues lernen. Es kommen so viele Möglichkeiten einfach auf euch zu. Wie viele Möglichkeiten uns schon eröffnet wurden, einfach dadurch, dass wir aus diesem Weg gegangen sind. Das ist einfach unvorstellbar. Sachen, die mindblowing sind, wo ich dachte, das wird niemals passieren halt so. Die kommen einfach, weil man das irgendwie anzieht, habe ich das Gefühl, weil man es halt drauf anlegt. Aber wenn man es nicht macht, dann kommen auch nie die Möglichkeiten. Das müsst ihr euch auch vor Augen führen. Also wenn ihr
einen Traum habt und euch niemals dafür entscheidet, den zu verwirklichen, dann wird sich auch nichts tun. Ihr seid dafür in letzter Instanz verantwortlich. Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon echt sehr viel geredet und wir hatten aber auch sehr viel zu erzählen, weil wir uns halt eben auch gerade erst wieder getroffen haben. Also vielleicht nochmal zusammenfassen, sucht euch wirklich Leute, die die gleiche Lebensvorstellung haben wie ihr, die vielleicht das schon erreicht haben, was ihr haben wollt, setzt euch mit denen auseinander. Schaut einfach, wie die auch angefangen haben. Verlasst eure Komfortzone. Nehmt euer Leben selbst in die Hand. Entscheidet proaktiv, wie ihr euer Leben gestalten wollt. Entscheidet euch für eure Lebensziele und dann wird sich das auch alles so ergeben. Die Barriere ist nur im Kopf. Macht es wirklich, ja. Ihr werdet sehen, dass wenn ihr aus eurer Komfortzone rausgeht, dass sich unglaublich krasse neue Möglichkeiten ergeben. Ihr werdet die krassen Leute kennenlernen, die auch die gleichen Dinge machen, auch die gleichen Ansichten haben wie ihr und die Leute werden einfach, oder die Dinge werden einfach auf euch zukommen. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich genug geredet. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, was wir sagen wollten. Abonniert auf jeden Fall Jonas' Kanal und lasst dem Video ein Like da und ihr könnt gerne auch auf meinen Kanal gehen. Schaut bei Lennart vorbei, hier unten irgendwo eingeblendet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann immer mal wieder. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht bin ich dann auch mal wieder hier. Schreibt mir in die Kommentare, welche Träume ihr habt und ja, was ihr einfach immer schon mal machen wolltet und warum ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Oder schreibt uns einfach auf Instagram. Wir helfen euch gerne dabei, einfach eure Träume zu erreichen oder vielleicht euch einfach einen kleinen Motivationsschub zu geben. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Lava einfach, okay? Okay. Es ist viel zu früh. Es ist viel zu früh. Okay. Das sind Geräusche. Doch, mach mal was. Hey! Scheiße. Ja. Ich wusste, ich hab sie die ganze Zeit gegraben. Wo bist du da? Ich bin auch so rein. Ich hatte gerade auch mal ein gutes Thema jetzt. Ich denke, während ich rede, das ist, boah, das ist, das ist unglaublich anstrengend. Ultratrieb. Ultratrieb.